Das ist alles eure Schuld. Ich habe mich heute gefühlt, als wäre ich durch Soße gelaufen. Heute war ich nicht schnell wie ein Tiger, sondern langsam wie eine Schnecke. Hey, Boss. Wie konntet ihr euch so sacken lassen? Versucht ihr, den Verkauf von Cool Joes Schuhen zu sabotieren? Schaut euch den Umsatz seit der Veröffentlichung an. Das war, weil du in diesen Schuhen gewonnen hast. Wenn du jetzt anfängst zu verlieren, weißt du, was dann passiert? Die Schuhe sind der Grund, warum wir verlieren. Ja, sie fühlen sich ziemlich schwer an. Sehr schwer. Selbst Block sagt, dass sie ihn bremsen. Alt gegen neu. Sie wiegen exakt gleich viel. Ich glaube, ihr sucht nur nach Ausreden, warum ihr so schlecht spielt. Wir müssen im Training nun besonders hart an unserem Timing arbeiten. Und wir bleiben bei den Schuhen von Cool Joe. Nach der Niederlage heute fallen die Super Strikers in der Tabelle und sie können darauf wetten, dass Club Orion, ihr nächster Gegner, ihnen nicht helfen wird, wieder hochzukommen. Die Prognose für das Spiel sagt Regen vorher, was Orions luftigen Stil begünstigen wird. Regen! Wer hätte gedacht, dass mich dieses Wort so glücklich macht? Diese Schuhe werden das Wasser aufsaugen und die Super Strikers dann runterziehen. Die Schuhe von Cool Joe erwischen die Super Strikers gegen Colossus auf dem falschen Fuß. Die neuen Schuhe werfen die Strikers von der Tabellenspitze. Zeig es mir nicht. Sorry, Cool Joe. Aber ich traue den neuen Schuhen nicht. Ich werde wieder meine alten Lieblinge nehmen, die ich weggegeben habe. Ich habe mich nicht mehr so schlecht gefühlt, seit ich Schokoladenmilch auf meine Lieblingsplatte geschüttet habe, Mann. Das ist alles meine Schuld. Aha, ich dachte schon, dass Cool Joes Schuhe dir kalte Füße bereitet haben, Shakes. Die nassen Bedingungen werden beide Teams bremsen. Aber da Orion gerne den Ball in der Luft behält, haben sie hier einen Vorteil. Was ist? Das ist ja super wie Kaugummi. Man kann wohl sagen, dass die Nässe beide Teams beeinträchtigen wird. Aber die Super Strikers sehen aus, als wären sie schlimmer dran. Es ist schwer zu sagen, ob es an den nassen Bedingungen oder an anderen Faktoren liegt. Aber die Super Strikers haben wieder nicht ihr übliches Timing. Wenn du gesagt hast, was ich denke, dann hättest du es nicht besser ausdrücken können. Die Jungs von Orion fliegen wie Geister über das Feld, während die Super Strikers wie an den Rasen angekettet wirken. Mein Plan funktioniert perfekt. Invincible United steigt an die Spitze und die Super Strikers... Das sind die letzten 10 Minuten der ersten Halbzeit. Und es ist nur noch eine Frage der Zeit, bis Orion seinen Durchbruch erzielt. Bleib geschmeidig, bleib in Bewegung, hau rein und der weiß es an. Hier stimmt was nicht. Zeit, etwas zu verändern. Hm? Versucht Shakes dir irgendwas mitzuteilen? Drei Worte. Nein, 10 Worte. Ruf den Jungen mit dem Irokesen an und hol... Ich hab's. Spencer macht sich auf den Weg. Es sieht so aus, als würde Shake sich umziehen. Und das mitten im Spiel. Immerhin hat ein Striker sein Timing wiedergefunden, während die erste Halbzeit langsam ihr Ende findet. Nein! Tor für Orion! Damit beenden sie die erste Halbzeit. Und so wie die Strikers spielen, wird ein einziges Tor sie aufhalten. Komm schon, Mann. Machst du Witze? Shakes hat sie mir gegeben. Du warst dabei. Ja, du warst dabei. Sicher, aber wie wäre es, wenn wir handeln? Ich besorge dir Cool Joe's Soul Power Schuhe, wenn du mir Shakes alte Schuhe gibst. Wie wäre das? Bist du verrückt? Klar nehme ich sie. Die Soul Power Schuhe sind in aller Munde. Ja, nimm sie. Wow, mein Freund. Hey, komm zurück! Hm.
Shakes hat ohne Schuhe besser gespielt. Vielleicht sollten wir das alle tun. Und uns 10 gebrochene, schiefe und hässliche Zehen einhandeln? Ich denke nicht. Mit denen scheint wirklich etwas nicht zu stimmen. Shakes! Shakes! Spencer! Hallo, meine alten Freunde. Shakes, denkst du wirklich, dass die Schuhe uns aufhalten? Was? Das ist ein Metalldetektor, oder? Ja, stimmt. Der nimmt Metall in meinem Schuh wahr? Auf keinen Fall, Mann. Block. Wow. Eine dünne Schicht Blei. Kein Wunder, dass ihr alle so langsam wart. Aber wie kann es sein, dass Metall immer schwerer wird? Oh, das weiß ich. Das Metall ist porös und ermöglicht, dass die Feuchtigkeit aufgenommen wird und erweitert wird, während... Ich hab Metall schon immer gehasst. Immerhin wissen wir nun, dass es zu unserem Problem geführt hat, oder? 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 Jemand hat zwischen dem ersten Spiel und dem Spiel gegen Kolossus die Schuhe vertauscht. Ich frage mich, wer? Also was nun? Wir liegen immer noch ein Tor zurück. Was sollen wir jetzt? Schon wieder die Hand. Das hat jemand für uns gemacht. Hier kommen die Super Strikers. Und sie haben ihre Schuhe gewechselt. Was? Die Strikers haben gefunden, was auch immer ihnen gefehlt hat. Ein paar perfekt getimte Manöver. Nein! Nun stehen die Strikers viel besser da als Orion. Oh, die Zeit läuft nun langsam ab. Die Strikers haben die Kontrolle, aber schaffen sie es auch in Führung zu gehen? Oh oh, das letzte Mal, als wir dieses Signal gesehen haben, hat das nicht so gut für die Super Strikers funktioniert.